gucken. Ah ja, die freuen sich auf jeden Fall. Okay, das sieht schon mal gut aus. Es sind mehr Leute da als vorher. Hier sollte mal der Reinigungsdienst ein bisschen... Aha. Abfall und Erbrochenes auf der Bahn. Okay, ich sollte mehr Reinigungskräfte einstellen. Wir haben ja Geld genug, also machen wir das mal. Personal. Mechanika, Sicherheitskraft, Entertainer, Reinigungskraft. Das waren die roten. Okay, da tun wir mal zwei hier hin. Wir können dann auch noch Gebiete zuweisen später. Da musst du auch noch hin hier. Wir können, wie gesagt, später auch noch Gebiete zuweisen, wo sie dann kehren können. Im Moment soll das jetzt erstmal reichen mit drei Mann. Aber das ist schon ganz schön groß. So, jetzt gucken wir uns mal die Karte an. Wir können uns hier die Karte angucken. Irgendwo, wo war denn das? Parkverwaltung. Okay. Da oben war das. So, hier können wir uns also anschauen. Wir haben hier jetzt bebaut hier unten. Da sieht man das. Hier ist die Bahnstrecke. Wir haben die Karte mit den Personen jetzt angewählt. Wir können eine Karte anwählen, wo die Bahnen aufgeführt sind. Bahnen, Essen, Getränke, Souvenirs etc. etc. Und hier haben wir dann Themen. Safari. Frag mich jetzt mal, warum da Safari ist. Ach, wahrscheinlich wegen der Bäume. Okay, ansonsten ist alles Standard. Aber wir wollen ja ein paar thematische Sachen auch noch drin haben. So, jetzt haben wir hier also die erste Achterbahn. Haben wir uns jetzt wieder so weit hingebogen, dass es alles klappt, dass die Leute nicht allzu sehr erschrocken oder erschreckt sind. Und wir werden jetzt mal hier eine weitere Bahn bauen. Jetzt überlege ich nur, wo wir sie hinsetzen. Wir fangen am besten hier an. Hier passt es auch nicht so ganz, sehe ich gerade. Ist uns bei der Fahrt gerade nicht so aufgefallen. So. Und hier an der Brücke war noch was. So, da fangen wir mal so. So sieht das schon etwas besser nach aus. Nach Brücke aus, wollte ich sagen. So, hier ist die Minigolfbahn. Die können wir durch Bäume hier noch ein bisschen abgrenzen in die Richtung. Ach, hier unten gucken wir noch auf den. Den tun wir mal weg. Brauchen wir nicht. Chaos 1. Ja, Chaos 1. Chaos 1 Bahn. Warum bauen wir nicht neben der Chaos 1 Bahn noch einen Tierbereich hin hier? Hier ist ja schön flach. Hier ist eine gemütliche Sache hier. So, und denn jetzt habe ich denn das aufgemacht hier, die Bahn. Mal gucken. Die läuft immer noch auf Test. Okay, niedrige, ja, so soll das auch sein für eine Transportbahn. Wir können also aufmachen. Wie viele Wägen haben wir jetzt? Wägelchen. Drei Wagen pro Zug. Und jetzt werden wir hier mal so ein bisschen
in die Farbtöpfe greifen. Und machen die mal ganz gelb mit dunklen Streifen. So, könnten auch so. Aber so ganz gelb mit dunklen Streifen, das sieht, glaube ich, ganz nett aus. Na, gucken. Jo, ist in Ordnung. Straßenbahn 1. Ja, und da habe ich mir ja selber Bahnen vergeben. Die nenne ich jetzt einfach Linie Gelb. Denn da kommen noch mehr Linien dazu und die kriegen dann andere Farben. Okay. Als nächste Bahn habe ich mir überlegt, wie gesagt, was Tierisches hier hinzusetzen. Und das werden wir so ein bisschen hier über die Bahn bauen zum Teil. Deswegen habe ich sie im Trog angelegt. Jetzt muss ich dann wirklich mal sehen, wie das dann klappt. So, dann wollen wir mal sehen, was gibt es denn da für Bahnen. Wir haben also sanfte Fahrten. Sanfte Fahrten wird es, ne? Richtig, das Reptilienhaus. Und gibt es da noch mehr Kram? Euer Reptilienhaus ist schön. Es ist ein Riesending. Aber es passt dahin. Oh, es passt dahin, die Reptilienbahn. Jetzt werden wir die mal... Der Ausgang wäre an der Stelle, das ist dann nicht so gut. Drehen wir das mal um. Und dann setzen wir einfach mal das Ding hier hin und dann fährt die Bahn da drunter weg. So, da kann man also die U-Bahn-Linie auch schön überdecken. Und jetzt werden wir hier mal... Darf ich die? Nein, die darf man nicht testen. Brauchen wir nicht testen. Ein Ausgang. Und ein Eingang. Und hier gibt es ja auch kaum Wartezeiten dran. Deswegen kann man hier sich auch das Ganze ein wenig vereinfachen. Eine ganz kurze Warte. Ja, und sofort ist alles hier in diesem komischen Muster erschienen. Und wir können das Ding schon gleich eröffnen. Das Reptilienhaus ist fertig. Und was ist als nächstes nach dem Reptilienhaus? Nun, da kann man zum Beispiel eine schöne